Hoppala. So, also. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt soweit funktioniert. Und dass gleich die ersten hier reinschneien. Schreibt mal bitte, ob der Ton funktioniert. Und dann fangen wir gleich um 19 Uhr richtig an. Wenn ihr schon Fragen habt, schreibt sie gerne schon mal in die Kommentare. Ich klicke mich hier gerade noch so ein bisschen durch ein paar Informationen, ein paar Seiten, die, glaube ich, gerade ganz interessant sind. Das ist jetzt heute auf jeden Fall das Erste, was wir erstmal machen. Habe eine Aktie rausgesucht, die mir gerade aufgefallen ist, wo wir gleich einmal zusammen drauf blicken. Und ja, dann gibt es noch so ein paar andere Dinge, die, glaube ich, momentan auch ganz spannend sind. Zum Beispiel die Geldmenge in den USA, die gucken wir uns gleich nochmal an. Und ja, da bin ich schon sehr gespannt, wie das Ganze dann laufen wird und was ihr davon so haltet. Freue mich schon wieder auf einen regen Austausch mit euch, aber wir warten natürlich bis 19 Uhr, dass wir dann wirklich anfangen können. Wenn ihr schon eine Frage habt, schreibt sie gerne schon mal unten in die Kommentare rein. Dann könnten wir da schon mal vielleicht das ein oder andere ruhig schon mal besprechen. Oder ich sehe zumindest schon mal, wo es gleich hingehen wird. Und ja, also wir verschaffen uns auf jeden Fall gleich erstmal wieder einen Überblick über die Märkte. Dann gucken wir uns eine Position an und dann gucke ich mal, wie viele Fragen von euch so angekommen sind. Die Zeit ist ja ziemlich verrückt aktuell am Aktienmarkt. Ja, und da müssen wir mal schauen, wie das Ganze so weitergeht. Ich hoffe, ihr habt alle eure Strategie beisammen und wisst, wo ihr hin wollt. Und wie ihr halt mit so dieser relativ volatilen Situation jetzt halt einfach umgehen könntet oder umgehen solltet. Hi Po, schön, dass du da bist. So, hi, schön, dass du auch wieder da bist. Ton ist gut, das freut mich. Also eigentlich habe ich das inzwischen, glaube ich, auch relativ gut im Griff jetzt mit dem Ton. Am Anfang hatte ich ja immer so ein bisschen Schwierigkeiten, musste ich mich ja erstmal dran gewöhnen hier an den Livestream und gucken, dass das alles hier läuft. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall schon mal ganz spannend ist im Wesentlichen, beziehungsweise jetzt inzwischen halt auch eigentlich ganz gut funktioniert. So, ja. Also wie gesagt, wir warten aber noch einmal bis 19 Uhr. Also jetzt ist ja eine Minute haben wir noch. Nicht, dass irgendjemand dann meckert. dass wir zu früh angefangen haben. Ich kann euch ja schon mal mitgucken lassen vielleicht. So, ihr dürftet jetzt meinen Bildschirm sehen. Ich bin hier gerade beim Fear and Greed Index. Mit dem will ich gleich gerne mit euch anfangen. Und wie man unschwer erkennen kann, hat der Markt momentan ziemlich Angst. Und es ist auch tendenziell auf so einem rückläufigen Ast, ne? Also wenn ihr euch das hier anschaut, dann seht ihr das einfach, dass die Angst immer größer wird. Hi Willi, schön, dass du da bist. Das ist klasse. Immer wieder nett mit euch. Das freut mich sehr, dass so viele sich jetzt da immer die Zeit nehmen, dass wir hier einmal ein bisschen zusammen quatschen können. Ja, jetzt haben wir auch 19 Uhr, also können wir durchstarten. Also, was ist der Plan für heute? Der Plan ist auf jeden Fall, wir gucken uns jetzt einmal den gesamten Markt ein bisschen an. Das heißt, wir schauen uns einmal an, wie so die Stimmung am Aktienmarkt aktuell ist. Dann habe ich eine Aktie rausgesucht, von der ich denke, dass wir die uns mal ein bisschen genauer anschauen sollten. Und ja, dann habe ich noch Zeit für eure Fragen. Das heißt, so starten wir jetzt durch. So, ihr seht jetzt hier den Fear and Greed Index, wie er jetzt aktuell ist und wie er zum Beispiel auch vor einer Woche war. Also vor einer Woche waren wir bei 15, aktuell sind wir bei 9. Das heißt, die Angst im Markt nimmt momentan noch nach wie vor zu. Und ja, das stimmt, spricht, glaube ich, auch so ein bisschen so die Meinung von den allermeisten momentan an. Also viele fühlen sich gar nicht sonderlich wohl am Aktienmarkt. Das kann ich auch verstehen. Das ist durchaus eine schwierige Zeit. Ist jetzt halt die Frage, wo geht's hin? Ihr seht jetzt hier schon Bewegung vom S&P 500. Das sieht alles andere als gut aus, ne? Wenn ihr hier mal euch den 125-Tage-Durchschnitt anguckt im Vergleich zum Chart. Sieht wirklich so aus, als ob es jetzt erstmal ein bisschen nach unten gehen wird. Allgemein hier, da wird hier verglichen, wie viele Aktien haben ein neues Hoch und wie viele haben ein neues Tief. Und wie wir recht unschwer erkennen können, sind wir momentan 13% der Aktien haben eher ein Tief. Das ist auf, also 13% haben mehr, haben Tiefs als Hochs. Also wir sehen auf jeden Fall in allen diesen Indikatoren, die hier benutzen,
haben wir definitiv momentan ziemliche Angst im Markt. Also das ist schon ziemlich übel. Timka, schön, dass du auch dabei bist. Du hast mich geblockt, weil ich nicht grüßen konnte. Okay, nee, Timka, würde ich niemals machen. Also es gibt in der Tat ein paar, die ich geblockt habe. Das sind in erster Linie irgendwelche komischen Kauze, die ganze Zeit Werbung auf meinem Kanal für Bitcoin und Co. machen. Ja, also das, die blocke ich regelmäßig und dann kommen wieder diese ganzen Bot-Armeen da. Aber ansonsten blocke ich hier eigentlich niemanden. Ab und zu muss ich mal einen Kommentar entfernen, weil der eine einfach nur irgendwie rumhatet, aber alles gut. So, ja, ja, schau mal hier. Also das ist noch ein weiterer Indikator, den ich mir mal ganz gerne angucke, wie der Markt aktuell so ist. Und wir sehen hier die Stimmung im Markt. Momentan ein Großteil ist eher bärisch, also halt geht davon aus, dass die Märkte eher fallen. Nur ein Viertel ist momentan positiv. Wenn wir das jetzt mal hier so in der Historie angucken, sehen wir, dass wesentlich mehr gerade positiv sind als noch jetzt hier zum Beispiel im April. Das ist relativ beeindruckend, finde ich, weil die Situation jetzt ja gar nicht so viel besser ist. Also die Märkte stehen eher schlechter da. Allerdings muss man ja schon sagen, jetzt mit der Ukraine-Krise scheint sich ja momentan so ein bisschen einfach alles so zu stabilisieren. Also nicht in der Ukraine, aber halt so die Einschätzung von der ganzen Situation. Wenn wir uns mal die historischen Daten angucken. Moment, die kann man hier auch komplett runterladen. Mal kurz gucken, ich hoffe, das klappt jetzt. Hatte ich mir vorher nicht überlegt, dass wir das machen. Aber wir schauen trotzdem mal rein. Ja. Besser später als nie. So, ich glaube, die haben ja auch einen Chart, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ach, so ein Mist. Nee, haben sie nicht. Lassen wir weg. Egal. Auf jeden Fall, da könnt ihr euch die Daten auch runterladen von und dann könnt ihr da auch gucken, was so hoch und tief sind. Und 50% bärisch ist auf jeden Fall schon relativ hart. Allerdings in den ganz schlimmen Krisen waren das eher so bei 75%. Also ja, muss man mal schauen. Ansonsten hier MSCI World, wenn wir uns den mal anschauen, und zwar vielleicht jetzt hier bezogen auf vielleicht das letzte Jahr, da sehen wir, dass halt eigentlich fast alle Märkte im Negativen sind. Ne? Also es gibt so ein ganz paar, hier zum Beispiel Norwegen ist positiv, einfach durch ihr Öl, ne, sind die relativ gut positioniert, während allerdings der Rest in Europa eher ja, ein bisschen mau ist, ehrlich gesagt. Ja, also hier seht ihr jetzt zum Beispiel Deutschland, Performance minus 24,83% bezogen aufs letzte Jahr. Spanien ist ein bisschen besser, ne? Hier minus 16. Und ja, so kann man gucken, hier relativ gut gehalten hat sich Großbritannien jetzt auf ein Jahr, ne? Also ihr seht hier minus 1%. Ja, also das sieht auf jeden Fall auch ganz interessant aus. Aber ein Punkt, auf dem ich auf jeden Fall noch einmal mit euch drüber sprechen wollte, ist hier der Money Supply, also die Geldmenge. Und so wie ich schon in den letzten Wochen angekündigt habe, sieht es momentan nicht so aus, dass die Geldmenge wieder erhöht wird. Sie fällt allerdings auch nicht wirklich weiter. Also sie fällt schon, ne? Ihr seht hier, so minimal ist sie weiter gefallen. Aber so im Wesentlichen sieht es momentan ganz gut aus, dass sich das jetzt zumindest hier irgendwie auf einem Level hält. Allerdings das schöne Wachstum der vergangenen Zeit ist leider ein bisschen unter die Räder gekommen. So, hast du neue Infos zu russischen ADRs? Ja, morgen kommt ein Video dazu. Da habe ich in der Tat ganz coole Neuigkeiten. Sieht momentan so aus, als ob es bald Lösungen gibt. Das seht ihr aber morgen im Interview mit Sven Lorenz. Habe ich ein Interview gemacht von Undervalued Shares. Und ja, da glaube ich schon, dass ihr, da werdet ihr wieder auf eure Kosten kommen. Für alle, die was zu den ADRs wissen wollen. So, ich denke, dass Tech- und Konsumaktien durch politische Unruhen sehr leiden werden. Ja, müssen wir mal gucken. Also, wenn du dir die Sektoren anguckst, passt gerade eigentlich ganz gut, dass du das fragst. Und wir mal schauen, wie die Aktien sich so verhalten haben. Jetzt hier sehen wir zum Beispiel die Einjahres-Performance. Da sehen wir, Energie ist um 47% gestiegen. So, jetzt hast du gerade Konsum angesprochen. Konsum ist schon bezogen auf ein Jahr momentan 30% im Minus. Und Technology ist immerhin 14% im Minus. Das heißt, ich sehe momentan eher Chancen bereits bei den Consumer Cyclical, also bei den ganz normalen Konsumaktien. Das wird, glaube ich, ist momentan schon das bessere Investment. Also die sind schon stark unter die Räder gekommen. Die Frage ist halt, wie weit geht es noch runter? Könnte natürlich noch so Richtung 40 oder sowas runtergehen. Technology sehe ich auch ein bisschen schwärzer. Andererseits übermorgen das Video,
Da habe ich euch eine coole Aktie rausgesucht zu Technology, was momentan auch ein richtig cooles Investment ist. Also es gibt momentan im Technology-Bereich auf jeden Fall auch schon richtig coole Möglichkeiten. Amazon heute gekauft, war es ein Fehler. Hi Robert, schön, dass du da bist. Können wir gleich gerne mal drauf gucken, wie die aktuelle Situation bei Amazon ist. Ich meine hier bei den Losern. Ne, Moment, wo war es denn? Nicht bei den Losern, sondern bei diesen hier. Da ist Amazon momentan ganz oben mit dabei, ne? Hier Consumer Cyclical. Kursgewinnverhältnis aktuell nach wie vor von 52, also du siehst schon, es ist nach wie vor relativ teuer, aber Amazon ist ganz oben hier mit bei der Liste dabei, weil ich nach Marktkapitalisierung sortiert habe und gehört momentan zu den Aktien, die wirklich so günstig sind wie noch nie im letzten Jahr. Also also Amazon habe ich auch vor kurzem erst ein Video zu gemacht, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, Robert. Kannst du dir auf jeden Fall mal angucken. Da bin ich ja sehr, sehr genau auf Amazon eingegangen. Jetzt können wir aber mal schauen, wo Amazon gerade steht. Kurz hier rüber gucken. So, Amazon Incorporate. So, ja, blicken wir einmal rein. Also, schwupp. So, hier seht ihr jetzt den Chart von Amazon. So, und jetzt kann man das halt auf unterschiedliche Arten sich angucken. Ich hoffe jetzt, das verwirrt euch jetzt nicht. Schreibt noch mal rein. Also eben das Feedback jetzt in den letzten Videos war eigentlich sehr positiv, dass ich hier den Chart so kompliziert dargestellt habe. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich so eine kluge Idee ist. Also wir sehen auf jeden Fall, die Aktie ist momentan voll im Abwärtstrend drin. Es gab jetzt hier gerade ein neues Verkaufssignal. Ne? Also bezogen jetzt zu der Frage, war es eine kluge Idee, da jetzt heute reinzugehen? Also nach meinem Dafürhalten war das jetzt hier gerade eher das Verkaufssignal, was gerade entstanden ist. Von daher, ich weiß es jetzt nicht genau. Ich persönlich hätte jetzt zu dem Zeitpunkt eher nicht eingekauft, es sei denn, du gehst halt mit dem Stop rein. Also wir sehen ja, dass wenn du dir das hier anguckst, du hast hier das Tief gehabt von, was ist das hier, vom 12., ne? Also wie lange ist das jetzt her? Ein bisschen über eine Woche. Und das haben wir einmal getestet und dann wurde das wieder abverkauft oder wieder hochgezogen, der Kurs. Also wir sind nach wie vor oberhalb von dem Tief hier. Die Frage ist jetzt halt, mit welcher Strategie geht man da rein? Niemand weiß natürlich genau, wo die Aktie jetzt hingeht. So, jetzt hatte ich hier ja diesen Abwärtstrend hier, was soll das denn jetzt hier? So, jetzt hatte ich hier ja diesen Aufwärtstrend mal markiert. Vielleicht nehme ich jetzt doch mal den Trend hier raus. So, wenn wir jetzt hier mal den Aufwärtstrend markieren, zum Beispiel diesen hier, dann sehen wir halt, dass wir da jetzt drunter gefallen sind, ne? Unter diesen Aufwärtstrend. Den kann man auch noch ein bisschen anders legen. Also wenn wir den hier hinlegen, den Aufwärtstrend, dann ist der schon lange gebrochen, ne? Und der liegt hier sehr schön hier unter diesen Tiefs. So, jetzt muss man sich halt überlegen, wo kann es halt hingehen? Bei Amazon setzt du halt darauf, dass das Unternehmen schön wächst normalerweise und dass die Bewertung halt so bleibt, wie sie ist, weil du ja eine sehr hohe Bewertung hast und deswegen ist das momentan sehr, sehr unklar, wo es halt hingeht. So, also ich kann dir da, Robert, du musst das natürlich für dich selber die Entscheidung treffen, ob Amazon jetzt heute zu kaufen eine sinnvolle Idee ist oder nicht. Ich persönlich bin der Meinung, es gibt momentan bessere Aktien als Amazon, aber das ist halt meine Meinung und da musst du ehrlich gesagt nicht sonderlich viel drauf geben. Das kann halt jeder so machen, wie er will. Und da muss man halt gucken, aber wie gesagt, so bezogen jetzt hier auf meinen Trendfolgeindikator, sieht es halt momentan eher schlecht aus, ne? Also hier war so ein kleiner Ausbruch, der wurde dann an dem Aufwärtstrend hier der Ausbruch, der aber sofort abverkauft wurde wieder. Für mich wäre das jetzt eher hier, also wenn ich jetzt traden würde mit der Strategie, so wie ich das früher gemacht habe, dann wäre ich jetzt halt hier eingestiegen am 17. in der Hoffnung, dass der Aufwärtstrend hier hält und hätte jetzt hier wahrscheinlich rausgehen müssen oder halt noch ein tieferes Tief setzen können. Wie man den Stop setzt, muss man sich natürlich überlegen. Sagt dir das Volumenprofil etwas? Also ich finde, das Volumenprofil ist momentan nicht sonderlich ausschlaggebend. Ne? Wir hatten jetzt hier diesen kleinen Peak nach unten mit dem Gap dazwischen.
Normalerweise sagt man ja, dass Gaps wieder geschlossen werden. Das Gap ist jetzt allerdings auch nicht sonderlich riesig hier dazwischen, ne? Aber es ist durchaus halt vorhanden. Von daher kann man davon ausgehen, dass das Gap vielleicht wieder geschlossen wird, charttechnisch gesehen. Andererseits, wenn ich halt mir halt die Bewertung angucke, ja, sieht es momentan einfach nicht ganz so gut aus. Ich würde halt eher auf eine Konsolidierung noch warten. Ich befürchte, dass der Tech-Sektor sich den anderen Werten noch anschließt und Amazon noch so ein bisschen nachfliegt. Ja. Aber mehr Brothers, wenn du dann mehr zu sagen kannst, schreib ruhig gerne mal rein. Aber ich würde jetzt sagen, das Volumenprofil sieht momentan nicht sonderlich besonders aus. Ne? Also wir haben halt hier diesen kleinen Peak gehabt, allerdings halt in dem Abwärtstrend. Also hier wurden halt wahrscheinlich ultra viele Stops ausgelöst. Ich würde das jetzt mal nicht überinterpretieren an der Stelle. Helge, wie ist nochmal das Ohmsche Gesetz? Was soll das denn? U gleich R mal I. Viel Volumen bei 18,25. Bei 18? Meinst du jetzt das Volumenprofil? Ich weiß gar nicht, kann man das hier momentan reinpacken? Also ich trade nicht mit über Volumen. 1825, ja. Muss man halt mal sehen. Ne? Also ich weiß jetzt nicht genau, du willst wahrscheinlich, dass wir noch in eine geringere Zeitskala reingehen, würde ich jetzt mal vermuten. So, hier sind wir jetzt im 5-Minuten-Chart. Und das entsprechende Volumen dazu. Dann haben wir hier das Volumen, wahrscheinlich meinst du das hier, oder? Hier hatten wir ein hohes Volumen, aber hier haben wir halt auch immer noch dieses Gap, was wir da hatten. Ja, keine Ahnung. Das Volumenprofil ist an der Seite und Yahoo hat es. Ja, okay. Gucken wir mal kurz. Volumen. Ne, Moment, nicht Comparison. Hier, Volumen. Kannst du gerade mal raussuchen, welches das ist? Wenn du es gleich hast, schreibe ich es dir gerne einmal rein. Dankeschön, ja, bitteschön, gern geschehen. So, jetzt gucken wir nochmal, was haben wir denn hier noch? Man darf bei der Börse nicht ungeduldig sein, ich werde warten, was Amazon angeht. Ja, kann ich verstehen, wie gesagt, ich würde auch momentan eher warten, ehrlich gesagt. Ich sehe das jetzt nicht so, dass das jetzt ultra notwendig ist, dass man da momentan reingeht. Ich sehe da momentan keine Bewandtnis, insbesondere halt jetzt hier, dass wir jetzt hier wieder aus diesem Ausbruch hier direkt wieder abverkauft wurden. Das sieht momentan gar nicht gut aus. Also, ja, keine Ahnung. Wird man sehen. Keiner hat eine Glaskugel. So, was haben wir noch? Viel Volumen. Okay, das Volumenprofil ist rechts an der Seite. Und ja, wo hat das? Okay. Und ja, ja, genau. Also Amazon weiß ich nicht genau. Also was mir aber aufgefallen ist, war Intel. Intel ist momentan ziemlich günstig. Also unter den ganzen Aktien, unter den großen Aktien, die es so gibt, sehen wir, dass hier momentan Intel mit einem Kursgewinnverhältnis von 7 Trailing gehandelt wird und Forward immerhin bei 12. Also wir sehen schon, die Gewinne sollen sich quasi halbieren jetzt im nächsten Jahr, zumindest was die Schätzungen angeht. Das ist prinzipiell natürlich erstmal nichts, was wir haben wollen. Aber nichtsdestotrotz sieht das momentan hier ziemlich spannend aus. Ich habe euch hier einmal den, oder können wir erstmal auf den Chart vielleicht hier bei Yahoo gucken, wie das hier momentan aussieht. Da seht ihr jetzt hier den Chart. Und ja, wir haben jetzt halt das 52-Wochen-Tief auf jeden Fall hier wieder erreicht. Ne? Also wir sind sogar weit drunter. Und damit ist die Intel-Aktie momentan durchaus bei einem spannenden Bereich. Fullscreen reingehen, so, dann seht ihr das auch besser. Passt das vom Bild? Na, jetzt bin ich so ein bisschen im Weg. Vielleicht kann ich mich ja mal so ein bisschen zur Seite machen. Teilen. Ich kann mir einfach mal oben links in die Ecke reinsetzen. Ist zwar ein bisschen komisch, aber dann seht ihr den Chart besser. So. Und ja, da seht ihr jetzt einfach die Chartentwicklung hier. Ne? Und wir sind halt einfach gerade hier unten auf so einem relativ tiefen Niveau. Wir haben diese ganzen Tiefs jetzt hier durchbrochen. Wie ihr hier sehen könnt, also hier unten eine horizontale Linie vielleicht mal gucken. So, ne, wenn ihr hier jetzt mal schaut, das waren so die tiefsten Tiefs, die wir hatten.
Und da sind wir halt durchgefallen. Das heißt, es geht momentan tendenziell nach unten. Wir sind voll im Abwärtstrend drin. Aber die Upside ist natürlich auch ziemlich immens, ne? Also man, ne, von 40 rauf bis 70 oder so. Das heißt, wir haben so, ja, so 70% plus tendenziell, die wir hier nach oben hätten. Das ist Indikator und heißt Volume Profile. Ja, alles klar. Gucken wir, machen wir gleich, wenn wir uns Intel angeguckt haben. Gucken wir dann bei Volume Profile einmal rein. Danke, dass du es einmal nachgeschaut hast. Vielen Dank. Ja, da könnte man jetzt halt mal gucken, wo es hier in Zukunft hingeht. Wenn wir vor allem in die Zahlen mal reingucken, also in die Financials, dann hat Intel halt eigentlich eine super schöne Vergangenheit, ne? Also wenn ihr euch das hier jetzt nochmal anguckt, dann seht ihr halt einfach, dass die Umsätze sehr, sehr schön gewachsen sind und wir aber halt auch immer mal wieder hier so Einbrüche hatten, ne? Also auch jetzt werden wir wahrscheinlich so einen kleinen Einbruch hier vielleicht sehen. Nichtsdestotrotz hat Intel eine super schöne Entwicklung über die ganzen Jahre hingelegt und ist momentan halt einfach ziemlich günstig. Also wie gesagt, so 40, 50% Rabatt hat man da momentan und sieht momentan wirklich spannend aus. Und auch wenn wir uns mal einmal das Wachstum des Unternehmens angucken, das heißt, wir gucken uns an die Total Assets, also das gesamte Unternehmen, so wie in meinen Videos halt auch, und auch hier Shareholders Equity, da sehen wir, dass wir ein sehr, sehr schönes und sehr sauberes Wachstum haben, ne? Also auch vor allem bei der Unternehmensgröße. Wir sehen aber auch einen Trend, der nicht so schön ist, und das ist, dass das Unternehmen stärker expandiert, also die Größe des Unternehmens, als jetzt der Umsatz, ne? Also ihr seht, dass der Umsatz hier noch fast genauso viel war wie die Unternehmensgröße. Und jetzt ist wächst der Umsatz nicht mehr so schön mit. Allerdings das Eigenkapital, ja, ist fast gleich, ne? Also ja, wir sehen, wir haben eine sehr gute Finanzierung, aber die Profitabilität bei Intel lässt so ein bisschen zu wünschen. Und die richtig glorreichen Zeiten sind leider vorbei. Nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, dass Intel durchaus eine spannende Sache zum aktuellen Zeitpunkt ist. So, dann hauen wir hier jetzt einmal das Volume Profile rein. Volume Profile. Ja, Farbe ist, glaube ich, egal. So, dann gucken wir mal, welcher Zeithorizont du da jetzt gerade unterwegs warst. Also vielleicht erstmal für alle, die jetzt gerade überhaupt nicht wissen, was ich hier gerade einblende. Also das Volume Profile, das gibt uns an, in welchem Volumen oder zu welchem Volumen wie viele Aktien gehandelt wurden. Ja? Also jetzt hier in diesem Segment zwischen 2150 und 2190 ungefähr wurden halt sehr, sehr viele Aktien gehandelt und ich vermute mal, dass das ist, wo Mair Brothers gerade drauf hinaus will. Es gibt halt unterschiedliche Trading-Strategien, die man benutzen kann, um dieses Volume-Profile zu nutzen. Und eine ist halt, dass man halt sieht, dass das Volume hier halt zurückgeht. Und dann gibt es halt so ein Median-Trading, also gerade so im Bereich von kurzfristigem Trading, so ich sag mal von Day-Trading bis zu ein, zwei Wochen, wird das ganz gerne gemacht, dass man versucht, hier in so Bereiche zu traden, die dann ein hohes Volumen aufweisen. Und das ist halt eventuell jetzt gerade eine Strategie und ich vermute mal, dass das auch das ist, was er gerade meinte, ne? Dass man hier jetzt momentan hier so ein Volume Trading machen könnte, aktuell wieder hier rauf, ne? Also dass man halt quasi hier einsteigt in den Bereichen jetzt hier, wo man hier so geringes Volumen hatte und darauf hofft, dass wir wieder zu den Bereichen mit hohem Volumen hinkommen. Das ist durchaus eine Strategie, die man fahren kann. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, wir sind hier voll im Abwärtstrend und dann ist halt die Frage, inwieweit man das halt machen möchte, dass man ja sich das halt so, also dass man da halt so ein bisschen gegentradet. Wenn wir jetzt mal den gesamten Zeitraum uns hier angucken, jetzt hakt so ein bisschen, so, ne? Wenn wir uns jetzt hier den gesamten Zeitraum angucken, wo wurde wie viel getradet, dann sehen wir schon, dass wir jetzt hier ein sehr hohes Volumen haben. Ich würde das auf den Aufwärtstrend hier zurückführen, bei dem wir halt hier gerade gelandet sind, dass dadurch dieses hohe Volumen kam und sehe momentan aber wirklich ein großes Risiko, dass wir halt weiter nach unten wegbrechen. Also ja, so sieht das auf jeden Fall momentan aus für mich bei Amazon. Aber interessante Perspektive war ein guter Hinweis mit dem Volume Profile, dass das Sinn macht, eventuell sich das gerade einmal
anzuschauen. Wir können ja mal alternativ, einfach weil wir es gerade ja besprochen haben, dann ist es ja für viele wahrscheinlich schön, wenn wir das auch nochmal in einem anderen Beispiel uns angucken. Wir können das ja einfach nochmal hier uns anschauen. Also hier das Volume Profile, wie das hier momentan bei Intel aussieht. Also der zeigt das Volume Profile immer über den Zeitraum an, den man jetzt halt hier gerade angezeigt hat. Und ja, da sehen wir jetzt hier, dass wir halt hier in diesem Tief halt immer sehr, sehr viel gehandelt wurden und hier oben in den Spitzen sehr, sehr wenig. Ne? Das ist auch relativ logisch, weil natürlich viel mehr Kurse jetzt hier unten stattgefunden haben, als jetzt hier oben in den Spitzen. Also das ist jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, super, super Verwunderung jetzt hier an der Stelle. Wenn wir uns jetzt einfach mal die letzte Zeit angucken, ne? Also was ist das jetzt hier? Das ist jetzt hier seit Anfang des Jahres quasi. Und uns hier das Volume Profile angucken, da sehen wir, dass wir hier halt auch so einen großen Handelsbereich einfach in der Mitte hatten. Interessant sind dann immer so Ausschläge, wie jetzt hier zum Beispiel. Ne? Also hier diese Tiefs, auf denen wurde auch relativ viel gehandelt. Das heißt, hier war wahrscheinlich, haben viele gedacht, sie könnten hier vielleicht auf diese Widerstandslinien von hier aufsetzen und sind deswegen dann da reingegangen. Allerdings ist das Ganze dann halt abgeschmiert und jetzt sehen wir halt hier unten das relativ geringe Volumen hier unten. Naja. Aber ist auf jeden Fall, denke ich, eine ganz spannende Sache, sich das einfach mal anzugucken. Wie gesagt, gerade im Trading, im kurzfristigen Trading-Bereich, ist das eine ziemlich kluge Idee, sich über das Volume Profile, sich das Volume Profile immer mal wieder anzuschauen. So. Ja, wie sieht's denn aus? Habt ihr noch eine Aktie, über die ihr gerne sprechen wollt? Dann schreibt sie gerne mal rein. Das hatten wir jetzt ja eigentlich alles besprochen. Ja, ich glaube, so das Allerwichtigste habe ich auf jeden Fall jetzt erstmal besprochen, wo ich gesagt habe, hey, da will ich auf jeden Fall mit euch sprechen. Das heißt, jetzt haben wir auf jeden Fall Zeit für euch und eure Aktien. Gucken wir mal. Und halt auch Zeit, mal Aktien anzugucken, für die es sich nicht lohnt, für mich ein Video zu machen. Das heißt, wir gucken uns was Louisiana Pacific Corporation an. Ich hoffe, das sind die richtigen. Falls das die falschen sein sollten, sag bitte Bescheid. Dann gucken wir uns nochmal was anderes an. So, rufen wir hier auch schon mal auf. So, ja, Chartbild, sehr ungewöhnlich zur aktuellen Situation. Wir haben eine sehr, sehr positive Entwicklung jetzt hier. Wo sind die? Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,78, also ziemlich günstig. Gucken wir mal hier, wo sind die hier gerade? Forward Price Earnings 8, Kurs-Gewinn-Verhältnis 4, das heißt, die gehen davon aus, dass die Gewinne sich halbieren werden im nächsten Jahr im Vergleich zu den Gewinnen im letzten Jahr. Financials. Naja, eine sehr bewegte, aber auch eine ultra lange Vergangenheit. Ne? Hier zurückgehen bis 1985. Ja, sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Schönes Wachstum in letzter Zeit und irre hohe Gewinne. Ne? Die Gewinne sind so hoch, wie sie noch nie waren. Also wir haben hier ein operatives Einkommen von fast 2 Milliarden bei einer Marktkapitalisierung von 5 Milliarden. Also ziemlich, ziemlich gut. Sieht allerdings sehr, sehr volatil aus. Ne? Also wenn du dir hier die Vergangenheit anguckst, die Geschäftszahlen, wie die sich so entwickelt haben, dann siehst du halt, dass es immer wieder so Phasen gab, wo sehr gute Gewinne gemacht wurden und dann wieder schlechte Gewinne. Also ist auf jeden Fall jetzt, was das Geschäftsmodell angeht, nicht so sonderlich, erfreulich, ehrlich gesagt. Zumindest was die Gewinne angeht. Also auf die Gewinne hofft man bei der Aktie, würde ich sagen, eher nicht. Schauen wir uns mal das Wachstum des Unternehmens an. Also hier wieder Umsatz, Unternehmensgröße und Eigenkapital. Also Umsätze sehr, sehr hoch momentan, also wirklich absolut durch die Decke gegangen. Total Assets sehr konstant. Ne? Also der hellgrüne Balken ist halt die Größe des Unternehmens und wenn ihr euch das hier anguckt, ist das hier momentan eher auf einem konstanten Level immer gewesen über die Jahre. Also nicht wirklich ein Wachstumsunternehmen. Dividenden zahlen sie auch nicht wirklich so richtig viel. Also hier stand gerade irgendwas von 1,1% Dividende. Mal kurz reingucken. Dividende je Aktie 74 Cent. Bezogen auf 62 US-Dollar ist natürlich wirklich, wirklich wenig. Das heißt, für die Dividende macht man es auch irgendwie nicht. Wo geht denn das ganze Geld hin? Das wundert mich so ein bisschen. Ne? Also wir haben hier 16 oder 17 Dollar Earnings, aber wir haben irgendwie kaum Dividenden. Das ist irgendwie ein bisschen verrückt. Also David, an der Stelle würde ich so ein bisschen aufpassen. Das klingt, sieht erstmal irgendwie ein bisschen komisch aus, auch wenn ich jetzt noch gar nicht weiß, was der Laden macht.
Summary, kann man hier unten gucken. Also, was machen die mit ihren Untergruppierungen? Produzieren sie Building Products, also irgendwie Immobilienprodukte. Sie bauen und reparieren und bauen um. Im Endeffekt bei Outdoor Structure, also wahrscheinlich auch Brücken und so ein Zeugs. Also sie sind quasi ja klassischer Immobilienproduzent, wenn man so will, haben hier irgendwie mit so ein paar Limited Partnerships sind sie zusammen. Da muss man mal aufpassen. Ist das auch eine Limited Partnership? Ist das eine LP? Nee, ist Corporation. Dürfte keine LP sein. Wenn es eine LP ist, ist es immer richtig bescheiden. Da verliert ihr immer alles Mögliche an Gewinn. Ja, also die Chartentwicklung sieht sehr schön aus, aber und die Unternehmensentwicklung ist auch nicht schlecht, aber mir fehlt da so ein bisschen das langfristige Wachstum. So. Dann gucken wir mal weiter. Aston Martin. Wie sehen die momentan aus? Private. Was soll das denn hier? Martin PLC. Das ist die richtigen. Willi, kannst du nochmal schreiben, welche ISIN du da haben willst? Dann können wir da gerne einmal reingucken. IBM vielleicht bitte, falls du dich langweilst. Ja, also langweilen tue ich mich eigentlich nie, aber wir können uns gerne IBM angucken. Wenn es für dich gerade interessant ist. Ja, also IBM hat sich relativ gut gehalten, muss man sagen. Ne? Also wenn ihr euch hier den Chart einmal anguckt, im Vergleich jetzt zu den anderen Tech-Werten, wo man sich darüber streiten kann, ob IBM noch ein Tech-Wert ist, sind wir jetzt hier auf einem sehr konstanten Level. Wenn wir uns die Chart-Situation angucken, sind wir eher in einem Aufwärtstrend aktuell. Also das sieht eigentlich ganz gut aus. Und ja, jetzt in letzter Zeit, es könnte durchaus sein, dass jetzt hier ein neuer Aufwärtstrend generiert wird, wenn wir uns das mal anschauen. Hier hatten wir einen Aufwärtstrend, da hatten wir einen Aufwärtstrend, also der steigt zumindest tendenziell gerade, aber hier scheint ein relativ starker Widerstand gerade zu sein. Ne? Hier so bei 140 rum oder so, muss man halt mal sehen, ob hier oder hier das hoch. Was hatten wir da? Hatten wir einen Close-Kurs von 144 und einen High von auch 144,3. Moment, da bin ich daneben gerutscht. Hier. 146er High. Ja, das heißt hier so, ne, wenn das hier, hier könnte es durchaus sein, dass wir hier nochmal gucken müssen, ob wir da drüber kommen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wo kann die Aktie dann überhaupt noch hingehen, wenn wir so relativ hoch schon sind. So, uns das hier anschauen, die Höchstkurse waren hier also um 200 US-Dollar rum. Ja, mal gucken, wie geht es denn momentan geschäftlich? IBM. So, Financials. Ja, ne, so, hier seht ihr jetzt die Unternehmensentwicklung. Und, naja, wie man unschwer erkennen kann an den Umsätzen, sind die besten Zeiten von IBM einfach vorbei, ne? Also wir sind jetzt hier einfach auf dem absteigenden Ast hier, was die Umsätze angeht. Auch die Gewinne sind jetzt sehr, sehr niedrig. Ne? Wir haben hier ein Nettoeinkommen von 5,7 Milliarden, was bei einer Marktkapitalisierung von 120 Milliarden halt relativ wenig ist. Und wir sind jetzt hier quasi, hier, guck mal, hier hatten wir mal 5,4 Milliarden in 1996. Können uns ja mal spaßeshalber angucken, wie der Chart da war. Kriegen wir das hin? Ja, hier, ne? Das heißt, wir haben jetzt Zahlen, die sind ungefähr, also genauso gut ungefähr wie 1996. Da waren wir noch bei den Kursen. Ihr seht es hier um 21,18. Das lässt jetzt nicht sonderlich hoffen, ehrlich gesagt, für IBM. Heißt jetzt nicht, dass wir nicht vielleicht auch mal wieder da hochkommen können. Aber dieser Abschwung, den wir jetzt hier in der Aktienbewertung gesehen haben, würde ich sagen, hat durchaus seine fundamentale Basis. Und deswegen würde ich da so ein bisschen aufpassen. So, Aston Martin Lagonda, 10-Jahres-Chart, okay. Dann versuchen wir das nochmal. So, also meintest du diese hier, das ist schon mal gut. So, also einmal Maximal-Chart. So, wie man unschwer erkennen kann, haben die ziemlich auf die Mütze gekriegt, ne? Eigentlich kannten die nur eine Richtung, nämlich immer nach unten. Und wir sind auch jetzt hier gerade in einem ziemlichen Abwärtstrend.
Also hier jetzt auch wieder gerade hier in den neuen Abwärtstrend reingegangen. Und hier die gleitenden Durchschnitte zeigen auch einen eindeutigen Abwärtstrend an. Das heißt, ja, sieht tendenziell eher ein bisschen schwierig aus. Hier würde mich jetzt auch ehrlich gesagt mal das Volumenprofil interessieren. Wobei wir sind hier schon ziemlich unterhalb von dem Trend. Also es geht auf jeden Fall gerade bergab. Die Frage ist jetzt halt, lohnt es sich nicht eventuell da trotzdem gerade rein zu investieren, weil die Geschäftszahlen vielleicht ziemlich gut aussehen. Schauen wir mal. So, we need your support. Oh, jetzt haben die hier wieder... Ach, habe ich mich nicht eingeloggt vorher. Machen wir das denn? Das ist echt ein absolutes... Das müssen die dringend verändern. Ich muss den mal schreiben. Das geht echt gar nicht, dass man da immer sich wieder neu einloggen muss. Gmail.com. So, und dann habe ich jetzt hier irgendwie wieder Werbung bekommen, denke ich mal. Da. Also ehrlich, ey. So, hat funktioniert. Dann versuchen wir das jetzt hier nochmal. Also das war der komische Code, den ich gerade bekommen habe. So, aml.l. Aston Martin Lagonda. Gucken. Was soll das denn jetzt hier? Ich habe mich doch gerade extra für euch eingeloggt hier. Dann haut jetzt auch rein. So. Also, Financials, schauen wir uns mal an, wie die Zahlen waren. Hier seit 2015 haben wir ja gesehen, so lange gab es den Chart gerade aktuell noch nicht. Ne? Und ja, was kann man sagen? Umsätze sehen momentan eigentlich ganz gut aus, aber wir haben halt immer Verluste gemacht. Ne? Und das ist jetzt auch in 2021 der Fall gewesen. Hier Einkommen war bei, jetzt sind das hier minus 259 Millionen, bezogen jetzt auf eine Marktkapitalisierung von 729 Millionen. Also ein Drittel der Marktkapitalisierung haben die quasi Verlust gemacht. Ich würde jetzt erstmal auf den ersten Blick sagen, dass das nicht sonderlich gut aussieht. So, gucken wir mal weiter hier. Equity. So, wenn wir uns die Unternehmensgröße angucken, die ist relativ schön gewachsen. Ne? Also wir haben jetzt mehr Unternehmen als noch 2019. Eigenkapital nimmt aber ab, ist auch logisch. Ne? Also wenn der Laden halt Verluste macht, dann muss ja das Eigenkapital weniger werden. Ja, also ich würde jetzt erstmal sagen, weiß nicht. Überzeugt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. So, schauen wir weiter. So, dann gucken wir mal. IBM hatten wir schon gemacht. Dann Antonio, Deutsche Post. Ja, gucken wir ruhig mal rein. Also, Deutsche Post haben wir, glaube ich, letzte Mal auch schon darüber gesprochen, wenn ich das richtig sehe. In dem letzten Livestream. Also, nee, warum ist denn jetzt wieder hier Aston Martin? Deutsche Post will ich haben. Financials. So, also erstmal, wenn ihr euch die Geschäftszahlen anguckt, die jetzt hoffentlich gleich kommen, dann sieht das bei der Deutschen Post eigentlich relativ gut aus. Andererseits muss man auch sagen, hier seht ihr jetzt die Umsatzentwicklung, die langfristige, ne? Hier zurückgehen bis 1997. Also wir sehen hier diesen wunderschönen Aufwärtstrend bis 2007. Und wir sind jetzt von den Umsatzzahlen immer noch nicht wieder auf den Level von 2007. Ne? Was aber sehr positiv ist, dass das Unternehmen eigentlich immer Gewinne gemacht hat. Ne? Also wenn ich den Umsatz hier mal rausnehme, dann sehen wir, dass wir nur in 2008 mal einen negativen Gewinn hatten. Ansonsten konnten sie sehr konstant immer Gewinne fahren. Und ich denke mal, wenn man so einen Mittelwert nimmt, wie jetzt hier in 2016 zum Beispiel, einen operativen Gewinn von 2,7 Milliarden, da kann man sicherlich auf jeden Fall mit rechnen. Jetzt bei einer Marktkapitalisierung von 45 Milliarden ist natürlich die Frage, inwieweit sich das halt jetzt lohnt, ne? Da rein zu investieren. Wir sind gerade bei einem Kursgewinnverhältnis von 9, das ist eigentlich relativ ordentlich. Schauen wir mal einmal auf den Chart. Deutsche Post. So, ja, wenn wir hier auf den Chart gucken, sehen wir auch hier sind wir voll im Abwärtstrend drin. Auch hier gerade bei meinem kurzfristigen Trendindikator sehen wir hier, ne, hier gab es einen kleinen Versuch eines Ausbruchs, der sofort abverkauft wurde. Das heißt, wir sind jetzt auch wieder hier voll im Abwärtstrend drin.
Muss man aufpassen, sieht momentan auch eher so aus, als ob sich die Deutsche Post in dem allgemeinen Bärenmarkt halt anschließt. Ja, rein charttechnisch würde ich sagen, sieht es momentan nicht so aus, dass man da jetzt gerade reingehen müsste. Also muss man so ein bisschen schauen. Negativer Gewinn ist doch ein Verlust, oder? Ja, genau, Chris. Stimme ich dir voll zu. So, ja, also Deutsche Post, sehr konstantes Geschäftsmodell, allerdings nicht so richtig schön. Also jetzt, ich sag mal hier, diese sehr hohen Bewertungen, die wir im 2021 jetzt hatten, die hatten eigentlich keine fundamentale Basis. So, mein Hund geht mir ein bisschen auf den Keks, den muss ich mal rauslassen. Die quietscht die ganze Zeit, weil meine Family gerade wiedergekommen ist und sie der Hallo sagen will. So, ja, aber also deswegen, ich sehe bei Deutscher Post, bei der Deutschen Post momentan nicht wirklich Handlungsbedarf, da irgendwas zu machen, ehrlich gesagt. So, gucken wir weiter. Markus, schön, dass du auch dabei bist. An dem Moment, ich habe Po verpasst. Tilray. Ja, Tilray, ist schon ein Weilchen her, dass ich da die Aktienanalyse zu gemacht habe. Jetzt ehrlich gesagt auch nicht weiter verfolgt, aber sowas habe ich mir irgendwie gedacht, dass das hier wieder weiter runtergegangen ist. Ja, also wir haben jetzt hier so ein Ausbruchssignal gehabt, was jetzt komplett wieder abverkauft wurde. Also spricht erstmal dafür, dass die Aktie momentan eher auf einem absteigenden Ast ist, ne? Auch hier neue Tiefs, tiefere Hochs. Also wenn das jetzt das neue Hoch war, dann ja, Prost Mahlzeit. Ja, sieht nicht so richtig rosig aus. Ich weiß gar nicht, haben wir hier nochmal ein Tief gehabt, was da noch tiefer war? Hier zurückgehend, da. Das ist so, denke ich, die untere Kante momentan. 2,74. Jetzt gerade sind wir bei 4,29. Ja, also wir können uns noch halbieren, denke ich. Das ist so die untere Kante, die uns bei Tilray passieren kann. Guck mal rein, wie die Geschäfte sich entwickelt haben, ob es da irgendwas Neues gibt. Tilray Brands. Financials. Ja, also sehen wir jetzt einen ultra krassen Verlust, ne? Also in 2021, was haben sie gemacht? Ein Verlust von 350 Millionen, bezogen auf die Marktkapitalisierung von 2,1 Milliarden, also 2140 Millionen sind das ja. Ja, also die Geschäftsentwicklung ist sehr schön. Die Frage ist jetzt halt, wie das halt mit den hier mit den negativen Gewinnen zu interpretieren ist. Wir gucken uns nochmal das Wachstum des Unternehmens an. Und zwar denke ich, ist es zwingend notwendig, dass wir uns auch die Anzahl der Aktien angucken. Da Weighted Average Shares Outstanding. Dann wollen wir mal die Total Assets und die Shareholders Equity und den Umsatz. So. So, dann können wir uns das hier angucken. Da sehen wir jetzt die Entwicklung des Unternehmens, ne? Also hier in hellgrün ist die Unternehmensgröße. Und wie wir sehen können, haben sie schon sehr, sehr krass investiert. Allerdings konnten sie es noch nicht wirklich auf den Umsatz ummünzen, ne? Die haben momentan einen Unternehmenswert von 6 Milliarden. Und mit diesen 6 Milliarden Unternehmenswert, oder Fabriken und was sie alles so haben, machen sie einen Umsatz von 500 Millionen, ne? Das heißt, ein ultra schlechtes Verhältnis. Die Frage ist halt, wo geht die Reise halt langfristig hin? Ja, also wie wir sehen können, wird aber extrem Kapital aufgebaut. Jetzt ist ja die Frage, wie machen Sie das? Und normalerweise passiert das bei diesen Aktien halt über die Erhöhung der Aktienanzahl. Und genau das ist das, was du auch hier sehen kannst. Also im Vergleich zu 2020 gibt es jetzt ungefähr doppelt so viele Aktien. Das heißt, es gibt einfach, die haben einfach mal doppelt so viele Aktien auf den Markt geschmissen. Das heißt, die Aktionäre, die in 2020 noch Unternehmen hatten, die haben jetzt quasi nur noch die Hälfte. Und ja, das ist jetzt halt die Frage, ob das eine positive Entwicklung ist. Mir persönlich wäre das zu krass an der Stelle. So, Markus, guten Abend an alle. Was sagst du zu Vegas? Gans? Vegans? Boah, keine Ahnung, noch nie gehört. Vegans Group aus Deutschland. Okay. Blicken wir mal drauf. Also Frankfurt, ui, haben die heute auf den Deckel gekriegt. Was ist das hier? Minus 48%. Ja, das ist krass. Mit einem relativ hohen Volumen, aber auch nur in Frankfurt. Mal gucken. Gibt es hier nicht noch woanders? Vegans, gibt es nicht auch Xetra oder so? Ja. So, wie sieht das hier aus? Auch ein Riesenvolumen. Was ist das denn für ein kleiner Laden? Na, können wir uns aber trotzdem angucken. So, also hier sehen wir jetzt eine Chartentwicklung ultra beschissen. Aber da scheint irgendwas gerade im Busch zu sein, ne? Bei der Vegans Group, würde ich mal sagen. Financials, haben wir da irgendwas? Wahrscheinlich
Wahrscheinlich eher nicht, würde ich mal vermuten. Gucken wir mal auf finanzen.net. Für so kleine deutsche Werte haben die eigentlich immer relativ gute Dinge. Schau mal, wie klein sind die überhaupt? Also die haben 50 Millionen Marktkapitalisierung, also sind zum Beispiel größer als MBH, in die ich ja investiert bin. So, ja, gucken wir mal. Umsatzerlöse ziemlich schön gestiegen, ne? Hier von 18 auf 26 Millionen, von 19 nach 20. Allerdings haben wir noch keine Daten für 2021 und das sind natürlich die, die wir jetzt bräuchten an der Stelle. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht was finden. Financials. Die haben auch nur die 2020er Daten. Ja, ist glaube ich schwierig gerade was dazu zu finden. Aber wir können ja mal die 2020er Daten als Grundlage nehmen. Also du hast halt einen Riesenverlust, ne? Die Frage ist halt, warum willst du in eine Aktie investieren, die 4 Euro Verlust macht bei einem Aktienkurs von 20 Euro? Such dir doch lieber was, was Gewinne macht. Es gibt gerade so viele richtig geile Aktien am Aktienmarkt. Ich habe übrigens jetzt für Juli, ne, das Dividenden Seminar angesetzt. Ja, vielleicht hat der eine oder andere ja Bock daran teilzunehmen, wo wir einfach ja mal ein Dividendenportfolio aufsetzen, was glaube ich momentan eine sehr intelligente Variante ist. Diese Aktien dürften eigentlich in nächster Zeit ziemlich durch die Decke gehen. Und wenn du Bock hast, dass wir vielleicht uns mal gemeinsam auf die Suche nach Aktien machen und du einfach mal so richtig die Basics lernst, wie man das sinnvoll macht, dann überleg dir das doch vielleicht mal. Ist glaube ich eine ziemlich coole Sache. Habe ich auch letztens ein Video zu gemacht. Also wenn dich das interessiert, kann ich euch ja vielleicht einmal kurz den Link schicken. 2 Sekunden. So, hier. Wie kriege ich den Link? Link zum Teilen abrufen. So, ich schreibe es euch einfach mal hier rein. So, da ist das Video, wo ich die Informationen zu dem Dividendenseminar reingepackt habe. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, schaut euch das doch gleich mal an. Ist, glaube ich, wirklich eine richtig coole Sache. So, schauen wir weiter. Tilray im Aston Martin Chart eingeben. Guten. Also Vegas hatten wir schon. So, in meinem Russland-ETF sind fast keine ADS enthalten, sondern fast nur Ordinary Shares. Welche Auswirkungen hat das für mich, beziehungsweise meinen Vater? Ja, Maria. Vielleicht kannst du noch einmal kurz schreiben, welcher das ist. Prinzipiell dürfte das jetzt keinen großen Unterschied machen. Also wenn die Aktien, also wenn der ETF-Anbieter sowieso schon die Originalaktien hält, dann kann er die ja auch weiterhalten. Also solange jetzt nicht irgendwie noch irgendwelche Enteignungen oder so stattfinden, die aber, glaube ich, sich in erster Linie auf die ADRs beziehen werden, dürfte eigentlich nichts passieren. Dein Problem wird sein, dass man da wahrscheinlich nichts handeln kann momentan und auch der ETF kann nichts handeln. Das heißt, wahrscheinlich ist auch der Handel mit dem ETF komplett eingestellt worden. Und das ist jetzt einfach das Problem, was du hast, Maria. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt wirklich Auswirkungen geben wird. Also die Dividenden dürften eingefroren sein. Der ETF dürfte nicht mehr handelbar sein. Ich persönlich würde einfach die Füße stillhalten. Morgen kommt auch ein richtig cooles Video mit Sven Lorenz zu dem Russland-Thema nochmal. Das wird euch richtig gut gefallen, denke ich. Da könnt ihr mal reinschauen. Ich kann also, wenn ihr das Thumbnail irgendwo sehen solltet, hier Lösung in Sicht, Gazprom, klickt da mal drauf. Wie gesagt, das kommt jetzt morgen. Und wird, glaube ich, eine ziemlich coole Sache. Heute habe ich auch noch ein richtig cooles Video für euch gedreht mit einer sehr, sehr spannenden Aktie. Auch das wird euch bestimmt richtig Spaß machen. So, also Maria, ich hoffe, das hat dir das Ganze jetzt erstmal beantwortet. So, gucken wir mal kurz, haben MSCI Russia Capped ETF? Ja, genau, aber solange das irgendwann wieder geht, wäre alles gut. Ja, Maria, genau. Also halt die Füße still. Das kann alle Füße stillhalten, heißt aber wahrscheinlich 1,5 Jahre, würde ich mal schätzen, ja. Und dann wird das hoffentlich alles wieder mehr oder weniger im Lot sein. Also das ist so meine persönliche Einschätzung dazu. So, dann haben wir hier noch Dago New Energy Corporation. Ihr sucht immer lustige Sachen raus. Findet ihr gerade gar nicht. Also die erkennen Dago gar nicht. Kannst du mir vielleicht mal das Symbol schicken?
Also wenn das jetzt hier nicht dabei ist. Nein. Keine Ahnung. Wer war das hier? David, kannst du mir nochmal eine E-Sin oder sowas schicken? Thanks und liebe Grüße von meinem Dad. Dankeschön, Maria. Liebe Grüße zurück. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen helfen in dieser komischen und schwierigen Zeit. Ich gebe alles, um euch da irgendwie so gut wie möglich zu unterstützen. Wenn ihr noch was habt, dann sagt ruhig mal Bescheid. Also was ihr noch gerne wissen wollt. Ich werde demnächst wieder ein Update-Video machen. Also wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, am besten postet ihr das mal unter das letzte Russland-Video oder jetzt morgen unter das Video zum Beispiel. Da werde ich auf jeden Fall nochmal alles sammeln. So, jetzt einmal hier für Chris die Unum Group. Auch sehr schöne Entwicklung, ne? Ist ja Wahnsinn, wie schön der Laden gelaufen ist jetzt bei dieser ultra schlechten Zeit, die wir jetzt hatten am Aktienmarkt. Ich wünsche dir, dass du die schon hier seit 2001 hast und dass jetzt du hier 50% im Plus bist. Jetzt aktuell, so rein vom Chartbild würde ich mal sagen, weiß ich nicht, ob gerade so eine kluge Idee ist, da rein zu investieren, ne? Also wir haben hier unten schon mal richtig schlechte Zahlen gehabt, um 13 rum. Das wäre also ein Abstieg um 66%. Wenn du jetzt nach oben guckst, hatten wir hier eine Spitze von 57. Das heißt, kann 66% vielleicht nach oben gehen, wenn wir die Kurse hier oben wieder erreichen. Kann man sich immer drüber streiten, ob das dann eine kluge Sache ist, in sowas zu investieren. Allein einfach vom Chartbild her. Mal gucken. Schauen wir uns aber mal die Financials an. Vielleicht ist das ja der absolute Wachstumshammer. So, ultra lange schon am Markt, dafür, dass ich sie noch nie gehört habe. Das ist echt witzig. Seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit dem Aktienmarkt und mache nichts anderes eigentlich in meiner Freizeit, als dass ich hier, okay, gekickert habe ich auch noch eine Zeit lang ziemlich intensiv, aber davon mal abgesehen, und ich habe noch nie was von dem Laden gehört. Naja, okay, aber ich habe auch nicht viel verpasst, ne? Also ihr seht hier, die Zahlen sind sehr, sehr konstant. Wir hatten hier einen Umsatz von 9,3 Milliarden in 99 und jetzt sind wir bei 12 Milliarden, also wir haben sehr wenig Wachstum. Also wenn du das Unternehmen investierst, dann investierst du nicht da rein, weil das so wunderschön wächst, sondern einfach, weil es konstant Cashflow generiert. Hier siehst du jetzt das Einkommen in hellblau mit 800 Millionen. Das ist durchaus ganz solide, ne? Hier Kursgewinnverhältnis von 8. Aber jetzt bezogen auf das relativ schlechte Geschäftsmodell und die Chartentwicklung, die wir in letzter Zeit hatten, also einsteigen würde ich da momentan nicht. Wenn du da schon investiert bist, kommt es auf deinen Investment Case an, ob du da noch drin bleiben kannst oder nicht oder solltest. Wenn man sich das rein charttechnisch mal anguckt, sieht das gerade ganz gut aus, ne? Also wir sind jetzt gerade hier wieder in einen kurzfristigen Abwärtstrend runtergefallen. Allerdings der Aufwärtstrend hier ist noch wunderschön intakt. Von daher kannst du das, glaube ich, muss man mal gucken. Aber es sieht momentan schon so aus, ob sich hier gerade so eine Art Hoch ausbilden würde. Aber das kann natürlich auch genauso wieder nach oben wegschießen, ne? Also muss man immer gucken. So, schauen wir weiter. Negativer Gewinn ist doch genau. So, Krypto-Noob, hi, schön, dass du auch wieder dabei bist. So, Kirill, wie wär's mit Tesla? Ja, Tesla ist auch eine spannende Sache. Die Frage ist halt, was passiert mit dem Chart? Ja? Oder was passiert mit den Bewertungen, die wir da haben? Also wir sind jetzt voll im Abwärtstrend drin und auch hier im der kurzfristige Chart ist ebenfalls ein Abwärtstrend. Wir sind jetzt hier nach unten gegangen, das Tief hier konnte nicht gehalten werden, die Hochs sind immer weiter abgeschmiert. Also es sieht momentan so aus, als würde auch Tesla in den Abwärtstrend driften, meiner Meinung nach. Wenn wir vielleicht jetzt doch mal den Supertrend hier nochmal rausnehmen, dann können wir hier vielleicht nochmal eine Trendlinie reinmalen. Also hier, ne? Das war hier so der Aufwärtstrend, den wir hatten. Weiß nicht, ob man noch irgendwie noch ein defensiveres Modell hier von Trendlinie sinnvoll machen kann. Also ich würde sagen, egal wie du deine Trendlinie legst, sieht es momentan einfach so aus, als wäre die Trendlinie durchbrochen. So, jetzt ist halt die Frage, was passiert bei Tesla? Bei Tesla haben wir einfach eine ultra kranke Bewertung immer gehabt. Also auch wenn wir jetzt hier 50% runter sind, heißt das lange noch nicht, dass die Tesla-Aktie jetzt gerade günstig ist, ehrlich gesagt. Das werden wir jetzt auch hier relativ eindrucksvoll sehen können. Wenn wir hier mal in die Financials reingucken, da sehen wir jetzt hier den Umsatz. Und wir haben halt 53 Milliarden Umsatz und haben eine Marktkapitalisierung immer noch von 658 Milliarden. Das heißt, allein auf den Umsatz hast du einen Faktor, was ist das, 12, 13
Das heißt, du zahlst 13 Euro für 1 Euro Umsatz. Ja? Nicht Gewinn, Umsatz. Ja? Also Waren, die die verkaufen. Die haben natürlich ein super schönes Wachstum und ich denke auch, das wird richtig schön weiter wachsen. Ich bin mir 100% sicher, Tesla ist ein ganz großartiges Unternehmen und ich hätte gerne Anteile an Tesla, aber ich wäre nicht bereit, diesen Faktor zu bezahlen. Ich sag mal, was ist so das Worst-Case-Szenario, was ich sehe bei Tesla? Also ich sag mal, Worst-Case-Szenario sind so Kurse um 350 rum, würde ich mal vermuten. 350, 250, ja, also 250 glaube ich jetzt nicht, dass wir da drunter fallen. Aber ich sag mal, so 350 sehe ich so als untere Grenze. So in dem Bereich könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Aktie da nochmal landen wird. Upside ist bei Tesla natürlich unendlich, ja. Also die wird ja so bescheuert durch die Decke gelobt. Ich wäre da momentan vorsichtig. Man könnte natürlich hoffen, dass man hier vielleicht, dass diese Tiefs hier halten. Die haben ja schon mal gehalten. Aber wo genau das hingeht, weiß natürlich niemand. Aber ich würde in der aktuellen Situation mit dem Trend, mit der hohen Inflation, mit dem Trend zu niedrigen Kursgewinnverhältnissen momentan nicht in Tesla investieren, ehrlich gesagt. So, schauen wir mal weiter. So, Willi wünscht sich noch Core Estate, ich weiß nicht genau, wie man die ausspricht. So, Core Estate aus Deutschland, chartmäßig, also der Chart sieht schon mal so aus, als ob er mir gefallen könnte. Also wenn die jetzt noch ein geiles Geschäftsmodell hätten, wäre das durchaus spannend. Wir sehen hier, ne, von 56 Euro jetzt runtergeschmiert bis 1,73. Jetzt ist natürlich die Frage, warum? Das muss eigentlich ein Pleitekandidat sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass da solch eine krasse Bewertung da, also dass der Kurs dermaßen abgeschmiert ist. Schauen wir mal auf die Financials. Also da steht jetzt, dass sie aus Holland kommen, aus Luxemburg. Hier sehen wir die Geschäftsentwicklung, ne? Also in Braun wieder die Umsätze. Umsätze gehen zurück. Verluste sind relativ eklatant, definitiv hier, ne? Bei minus 200 Millionen. Bei einer Marktkapitalisierung von 60 Millionen. Okay, das heißt, du kriegst für jeden Euro, den du investierst, kriegst du 3 Euro Schulden ungefähr. Willi, es gibt so viele großartige Unternehmen. Also wenn du nicht weißt, warum das jetzt besser werden soll hier, würde ich da definitiv, würde ich definitiv mal die Finger von lassen eher. So, Ken, schön, dass du auch wieder dabei bist. Wojciech, hallo Stefan, was sagst du zur NIO-Aktie? Ja, warst du das, der sich die NIO-Aktie und die ADRs, dass wir die ADRs von NIO mal angucken, sich gewünscht hatte? Hatte ich in irgendeinem Kommentar gelesen. Aber das sind inzwischen so viele, ich schaffe es leider auch nicht mehr auf jeden zu antworten. Ich versuche auf alle Fragen noch zu antworten, aber alles andere schaffe ich momentan leider nicht mehr. Aber das wird vielleicht noch besser. Also NIO, mit den China-Aktien, die sind natürlich ziemlich abgeschmiert. Meine sind im Schnitt auch 30% im Minus oder so. Aber ich sehe langsam so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, ne? Hier siehst du jetzt die Entwicklung, also halt wirklich total krass, ne? Wir sind hier von 70 hier runtergeschmiert, jetzt bis 40. Ich gehe davon aus, dass wir demnächst wieder höhere Kurse sehen werden bei den ganzen China-Aktien, sonst hätte ich ja auch nicht 20-30% meines Portfolios in China investiert. Schauen wir mal hier weiter. Also Financials sehen bei NIO halt eigentlich ziemlich genial aus, ne? Also relativ auf jeden Fall. Ihr seht hier die Umsatzentwicklung, die komplett durch die Decke gegangen ist. Hier 2020 hatten wir noch einen Umsatz von 2,5 Milliarden und das ist jetzt hochgegangen bis 5,6 Milliarden. Das hat sich mehr als verdoppelt, also das ist richtig cool. Die machen leider immer noch Verlust, allerdings wachsen sie halt auch ultra stark. Und jetzt ist halt die Frage, kann man das jetzt verschmerzen, ja oder nein? Ich hoffe eigentlich, dass sie in 2022 vielleicht sogar profitabel werden. Das wäre dann natürlich eine richtig coole Sache an der Stelle. So, schauen wir noch einmal kurz auf die Unternehmensentwicklung. So, da sehen wir auch hier, dass die sehr schöne Entwicklung. In 2019 hatten wir sogar negatives Eigenkapital, genauso wie 2017. Und jetzt sehen wir, dass sie immer besser kapitalisiert sind, ne? Also hier das Eigenkapital wächst schön, auch wenn die Gesamt
Unternehmensgröße halt noch mitgewachsen ist. Wenn wir jetzt einmal auf die ausstehenden Aktien gucken, wie die sich entwickelt haben, weil das ist bei NIO halt auch so ein Punkt, aber da sehen wir, dass halt in den letzten Jahren die Aktien relativ konstant gehalten wurden, so dass ich jetzt sagen würde, momentan sieht es eigentlich relativ gut aus bei NIO. Allerdings machen sie halt noch Verluste und die Frage ist halt, ob sie sich durchsetzen können. Ich selbst mag das Modell von NIO eigentlich ziemlich gerne. Ich habe da übrigens auch eine Aktienanalyse zu gemacht, ist jetzt schon, liegt schon ein bisschen zurück, aber es hat sich eigentlich nicht so richtig viel daran geändert. So, Kirill hat nochmal geschrieben, er hat für 2 Euro gekauft. Jetzt muss ich nochmal gucken, worauf sich das bezogen hat. Tesla. Okay, also Kirill, wenn du für 7 Euro die Tesla-Aktien gekauft hast, dann hast du alles richtig gemacht. Dann ist ja auch alles cool. Was NIO, so, da, David, das ist die ISIN, das ist cool. Damit finden wir die Aktie jetzt hoffentlich auch. Duck You New Energy, weiß nicht, warum haben wir die denn da nicht gefunden? Ich habe Dago eingegeben, glaube ich, statt Daco, ne? Naja, also auch hier China-Aktie, ne? Auch abgeschmiert. Sieht momentan allerdings chartmäßig ziemlich gut aus. Gucken wir nochmal hier in den genauen Chart rein. Also wenn wir uns das jetzt hier angucken, wir sind nach wie vor voll im Abwärtstrend drin. Allerdings die laufen hier, also die Durchschnitte laufen gerade hier so zusammen, sodass wir jetzt gerade in einem sehr spannenden Bereich sind. Jetzt doch noch mal kurz hier meinen Indikator dazu packen, wie das hier gerade aussieht. So, genau, also wir hatten jetzt hier gerade einen Ausbruch. Ja, also charttechnisch würde ich sagen, sieht es gerade gut aus. Charttechnisch ist das gerade durchaus ein Einstiegsbereich, würde ich sagen, wo man hier in die Aktie reingehen könnte. Wir hatten jetzt hier mal Kurs um 124, jetzt sind wir bei 44. Das heißt, ja, Aufwärtspotenzial 200%, sollten wir nochmal da hochkommen. Jetzt müsste das Unternehmen noch schöne Wachstumszahlen haben und dann ist die Sache eigentlich relativ geritzt. Und das sehen wir auch hier, ne? Also die Umsätze sehr, sehr schön gewachsen, operatives Geschäft mitgewachsen, sogar sehr, sehr extrem, ne? Also die Gewinne sind ultra hoch, also wir haben ja fast 50% operativen Gewinn bezogen auf den Umsatz. Das ist ja also mehr als 50% sogar. Das ist ja total verrückt. Kurs-Gewinn-Verhältnis von 2,99. Sieht auf jeden Fall so aus, als wäre das momentan eine ziemlich coole Sache. Die Frage ist halt, sind die Gewinne nachhaltig oder nicht? Hier Forward Price Earnings, also die hier schätzen, dass die Gewinne ein bisschen zurückgehen werden. Und zwar ungefähr um 30%. Aber ganz ehrlich, wenn die Gewinne hier ein bisschen zurückgehen, das wäre jetzt kein Abbruch, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt hier die Daten in US-Dollar, das heißt ja auch die Marktkapitalisierung ist ja in US-Dollar. Das heißt, wir haben 3 Milliarden Marktkapitalisierung und einen Gewinn gemacht von 756 Millionen. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie die auf die 2,99 kommen. Das passt doch nicht ganz, oder? 756 Millionen mal 3 wären noch 2 Milliarden, wir sind aber bei 3 Milliarden. Gucken wir mal kurz. Also ich würde sagen, wir haben momentan ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,4 und nicht von 3. Kann das denn sein, dass sie sich da verrechnen? Naja, bisschen komisch. Ja, sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Also kann ich verstehen, wenn man da momentan einen Trade macht bei der Aktie. So, du hast meine Frage oben übersehen. Slicks war keine Absicht. rechnest du mit einer Rezession, entweder in den USA oder der EU? Ja, sehe ich definitiv. Ich habe ganz am Anfang, vielleicht warst du da noch nicht da, da haben wir uns die Geldmengenentwicklung in den USA angeguckt. Ich kann noch mal einmal kurz schauen. Du siehst hier gleich hoffentlich, ja, hier siehst du die Geldmengenentwicklung für Januar, Februar, März und wie wir sehen, ist die konstant und es sieht momentan auch so aus, als ob wir auf diesem konstanten Level bei der Geldmenge in den USA bleiben. Also ich gehe davon aus, dass die Aktienkurse tendenziell eher fallen werden, gerade in den USA. Also ich bin momentan eher nicht so positiv eingestimmt, was die USA angeht. So,
Dann gucken wir weiter. Chris, bin seit Corona in Unum drin. Also guter Gewinn aktuell und gute Dividende. Nur der Kurs bröckelt jetzt auch. Aber das sah doch eigentlich gar nicht gut aus noch bei Unum. Also von daher gucken wir mal. Dann Wojciech, danke. Gerne. Schön, dass es dir geholfen hat. So, Kirill, Stefan, was denkst du zu Nel Arsa in Bezug auf Wasserstoffwahnsinn bzw. Wasserstoffzukunft? Ja, ich habe ein Video gemacht zu Nel Arsa. Kannst du dir angucken? Ist schon ein Weilchen her. Also, wir können auch kurz gucken. Ich habe letztens auch gefragt, ob ich da mal wieder ein Update zu machen soll. Da waren jetzt nicht so viele begeistert von. Hier, Nel Arsa. Von wann ist denn das? Veröffentlicht. 24.12. Das ist jetzt fast ein halbes Jahr her. Ja, aber ich glaube nicht so wirklich an Wasserstoff. Das ist einfach der Punkt. Aber wir können mal kurz schauen hier, Nel Arsa. Also Chartentwicklung sieht natürlich ziemlich katastrophal aus jetzt in letzter Zeit. Ne? Also hier sehen wir das, also wir hatten hier diesen krassen Boom bei Nel Arsa, dann sind sie jetzt wieder abgeschmiert. Was sehr, sehr interessant ist, ist, dass es sowas schon mal gab, dass die das schon mal mit Wasserstoff so gemacht haben, dass sie die Leute da reingepustet haben. Na, hier stimmt aber irgendwas in dem Chart nicht. Also hier, ne, was war das hier? 2007, 2008 waren die auch schon mal richtig hoch bewertet, dann war ganz lange Ruhe und dann haben sie die wieder hochgejubelt in den Medien. Hier rauf und jetzt ist wieder runtergegangen. Also die Gefahr, dass ihr nochmal hier sowas sehen werdet, wie hier dieses Ultratief, ja, also hier dieses Tief von 2013 bis rüber bis 2019, wo nicht wirklich viel passiert ist, ist, glaube ich, relativ hoch. So, das Problem ist einfach, ich sehe nicht wirklich eine Zukunft bei Wasserstoff. Das ist einfach eine Technik, die nicht wirklich, denke ich, so richtig funktioniert, ehrlich gesagt. Also klar, die funktioniert, aber sie ist nicht wirklich sinnvoll im Sinne für CO2 und so weiter. Also CO2 natürlich tendenziell schon, weil du natürlich keinen CO2-Ausstoß hast beim Verbrauch. Allerdings ist es noch nicht wirklich möglich, das so richtig grün zu produzieren. Und wir haben auch noch nicht die Energiekapazitäten, dass das passiert. Wenn wir uns die Financials angucken, ist Nel Arsa auch nicht so eine richtige Wachstumsexplosionsstory oder so, ne? Vor allem siehst du halt hier diesen Ultraverlust von hier minus 190, was haben wir jetzt hier, US-Dollar. Wir können es auch mal in norwegischen Kronen machen, dann ist das hier in der gleichen Größenordnung. Dann sind wir jetzt hier bei einem Verlust von 1,6 Milliarden norwegischen Kronen und haben halt eine Marktkapitalisierung von 21 Milliarden, ne? Also die Marktkapitalisierung ist immer noch exorbitant. Und auch hier auf den Umsatz, ne? 753 Millionen Umsatz bezogen auf 21 Milliarden Marktkapitalisierung. Die Bewertung ist einfach nach wie vor astronomisch und ich weiß einfach nicht, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo so viele richtig coole Investments auf der Straße liegen, warum soll man in Nel Arsa investieren? Das macht ja irgendwie wenig Sinn. Hi Viet, schön, dass du dabei bist. Du kommst immer relativ spät, ne? So, sollte ich dir denn die Zeiten anders machen? Das ist was ich mich schon öfter gefragt habe. Wäre es für euch besser, wenn ich das abends um 8 oder um 9 machen würde? Mir ist eigentlich ja egal, wann ich hier meinen Livestream mache. Naja, mal gucken. So, Slicks, würdest du dann jetzt schon Aktien kaufen, beziehungsweise wenn überhaupt mit Sparplan oder noch warten? Soll man nach Peter Lynch nicht machen? Ja, stimmt. Also ich würde nie warten, ehrlich gesagt. Ich bin immer voll investiert, weil ich der Meinung bin, dass du den Markt nicht richtig timen kannst. Du kannst halt nur gucken, wo im Markt positionierst du dich, wo ist es gerade günstig und da würde ich einsteigen. Und ja, das würde ich jetzt momentan auch machen. Aber wie gesagt, wenn du da Bock drauf hast, vielleicht mit dem Investieren so richtig anzufangen, überleg dir mal, ob du nicht da mit mir einmal das Dividendenportfolio aufsetzen willst. Also ist natürlich exemplarisch und was ihr dann im Endeffekt macht, müsst ihr selber wissen. Aber ja, da zeige ich dir alles, was du können musst für das Dividendenportfolio. Ich glaube, dass das wirklich eine richtig geile Sache ist. Wenn du dich dafür interessierst, den Link hatte ich vorhin schon einmal geteilt, aber ich habe vor ein paar Tagen, habe ich hier das Video gemacht, Dividendenportfolio aufstellen, Link zum Teilen abrufen. Ich schicke es euch nochmal rein, könnt ihr euch später ja vielleicht nochmal angucken. Ja, wir werden da eine richtig coole Sache machen und ihr werdet da ganz, ganz viel raus mitnehmen. Ich wünschte, ich hätte das gemacht am Anfang, aber okay, das ging natürlich nicht. So,
Also von daher, Slicks, ja, ich würde in Aktien investieren, definitiv. Die Sache ist halt die, du darfst auch eine Sache nicht vergessen. Du hast halt den Aktienmarkt und du hast die Wirtschaft. Und der Aktienmarkt läuft der Wirtschaft immer vorne weg. Und es gibt momentan, wenn du es international betrachtest, gibt es viele Positionen, die momentan sehr, sehr günstig sind, wo du sehr günstig einsteigen kannst und wo du es wahrscheinlich nicht bereuen wirst zu investieren. Du kannst das Ganze natürlich irgendwie splitten über mehrere Monate hinweg, mit einem Sparplan zum Beispiel da reinzugehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um mit einem Sparplan anzufangen, ist ziemlich hoch. Gerade wenn du sagst, du lässt den Sparplan 2-3 Jahre laufen, dann kannst du natürlich ohne viel von Aktien zu verstehen mit dem ETF das ganz gut machen. Die Frage ist halt, wenn es jetzt nochmal 50% runtergeht im S&P 500 oder so, ob du das dann aushältst. Deswegen gehe ich in Einzelaktien, weil ich will wissen, was ich gekauft habe. Ich will wissen, wie es dem Unternehmen geht. Ich will wissen, dass mein Geld gut angelegt ist und deswegen nehme ich halt Einzelaktien, weil ich damit emotional besser zurechtkomme als mit den ETFs. Aber das ist eine persönliche Entscheidung und das musst du für dich entscheiden. So, dann guck mal weiter. Ken, bin am Überlegen, ob ich Temenos nachkaufen soll. Okay, gucken wir uns mal an. Temenos AG. So, ja, blicken wir einmal kurz rein in den Chart. Also gibt es noch nicht allzu lange das Unternehmen oder ich bin an der falschen Börse. Seit 2016. Hier so die oberen Grenzen waren mal hier so bei 182 und jetzt sind wir bei 100. 100 ist tendenziell immer eine ganz spannende Marke, weil da häufig Aktien dran umdrehen. Also wenn ihr so runde Zahlen habt, dann drehen Aktien da relativ oft. Ja, also tendenziell hast du natürlich relativ viel Aufwärtspotenzial. Jetzt muss das, ich sag mal so, wenn das jetzt eine fundamentale Basis hat, dann könnte das durchaus ganz spannend sein. Das werden wir jetzt aber auf jeden Fall mal überprüfen. Temenos AG, warum gibt es hier denn hier nur OTC? Vielleicht können wir die auch. Temenos. Schweiz kommen die. So, Financials. So, ja, hier sehen wir die Unternehmensentwicklung. Gibt es schon wesentlich länger. Dann hätte ich hier wahrscheinlich einen Schweizer Chart nehmen müssen. Was ist denn Schweiz? Das ist USA SW. Ja, das ist der Schweizer Chart. So, der geht jetzt auch ordentlich zurück. Okay, da sehen wir jetzt natürlich ein ganz anderes Bild. Wenn wir jetzt in den Maximalchart gehen, dann sehen wir jetzt hier, ne, eine super schöne Entwicklung. Hier seit 2012 richtig durch die Decke gegangen. Und ja, jetzt haben wir einen ordentlichen Rückgang gehabt hier. Könnte man also gucken. Also du hast gesagt, nachkaufen, dann bist du wahrscheinlich gerade in einer bisschen blöden Situation, hast wahrscheinlich hier oben irgendwie gekauft und jetzt ist dir das Ganze abgeschmiert. Ja, gucken wir mal. Von der Bewertung her, Kurs-Gewinn-Verhältnis 41. Ja. Das war also eine ultra hohe Bewertung. Was ist das denn für Laden, dass der so eine hohe Bewertung hat? Warte mal, was machen die denn? Software auf jeden Fall. Banksoftware, okay. Für Financial Institutions Worldwide. Okay, habe ich noch nie was von gehört. Temenos AE that provides frictionless customer experience, automated processes. Okay. Weiß jetzt nicht genau, wie die da in dem Markt positioniert sind, damit natürlich super speziell positioniert. Kann gut sein, dass die natürlich fast so eine Monopolstellung haben. Das weiß ich jetzt aber nicht genau. Habe es vor 2 Jahren gekauft. Vor 2 Jahren und 2 Monaten. Warte mal, vor 2 Jahren und 2 Monaten. Das heißt, das war dann im März. Können wir mal kurz gucken. 1 Jahr, 2 Jahre. Das heißt, März 2019. Also hier unten, was ist das? Also ja, wenn hier unten gekauft hast, sieht es doch ganz gut aus.
Dann ist ja schon mal sehr schön gelaufen und jetzt bist du halt wieder, bist du knapp unter deinen Einstiegskursen wahrscheinlich, ne? Ja, muss man halt gucken. Also die Bewertung ist halt ziemlich exorbitant. Das kann dir halt natürlich auch ziemlich nach hinten losgehen. Schauen wir noch einmal kurz in die Unternehmensgröße rein. Total Assets und Eigenkapital. Na, da siehst du, dass wir auch hier, genauso wie beim Umsatz, ne? Also beim Umsatz hatten wir auch so eine Stagnation hier, haben wir auch in der Unternehmensgröße so eine Stagnation. Ja, ist ein konstantes Unternehmen, sicherlich ein cooles Geschäftsmodell. Allerdings die Bewertung ist schon ziemlich krank. Also würde ich so ein bisschen, ja, würde ich mir so ein bisschen überlegen. Das Timing war dann ziemlich gut. Ärgerst du dich wahrscheinlich, dass du nicht rausgegangen bist? So, guck mal weiter. So, Slicks, der Sparplan auf Aktien war auf Aktien bezogen. Ja, genau. Wie gesagt, kann man natürlich machen. Glatze Fratz. So, Bayer seit 1. Dezember fast plus 30%, aber immer noch unter den Kursen von Corona. Kann man hier beschleunigt reinsahren? Hä? Weiß nicht genau, was du mit reinsahren meinst. Die Lebensmittelkrise weltweit spricht doch für Bayer. Ja, definitiv. Spreche ich morgen in dem Video, was kommt auch mit dem Sven Lorenz drüber. Da kommt Bayer auch vor. Ich habe ja letztens erst die Bayer-Analyse gemacht, ne? Mal gucken hier, Bayer, 19.05. ist noch keine Woche alt, das Video. Bin ich voll bei dir. Also ich hatte ja schon gesagt bei Bayer, hier, können wir mal kurz gucken. Also ich habe hier, am 23.02. Bayer, wenn dann jetzt, also wenn du in Bayer investieren willst, dann solltest du es jetzt tun. Habe ich hier am 23.02. schon gesagt. War übrigens ein ziemlich perfekter Zeitpunkt. Das Video habe ich natürlich ein bisschen vorher gemacht, aber wenn wir da mal kurz reingucken. Letztes Jahr. So. 23.02. Das war hier. Hier in dem Bereich hatte ich gesagt, hier, pass auf, das sieht momentan gut aus, der Rücksetzer. Also hier, ich würde jetzt hier gerade reingehen. Das war hier das Einstiegssignal, was ich gesehen hatte. Und ja, ich sehe eine sehr rosige Zukunft für Bayer. Und wenn ihr hier mal guckt, von wo Bayer kommt, ne? Hier von hier oben 190, da ist eine lange Strecke zu gehen. Also halte ich durchaus für eine kluge Idee, musst du natürlich selber entscheiden, was du da machst. Ja, aber Bayer, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein absolutes Top-Investment für die nächste Zeit, also für die nächsten Jahre. So, Stanley Black & Decker weit genug gefallen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das gucken wir uns jedes Mal an, Antonio. Stanley Black & Decker. So, ja, jetzt sind wir hier unten. Noch voll im Abwärtstrend drin. Tja. Ist halt immer die Frage, mit welcher Perspektive du da reingehst, ne? Was sagen die Financials? Sie waren, glaube ich, ziemlich gut, ne? Hier siehst du ein richtig schönes Wachstum über die letzten Jahre. Wir sind bei einem Kursgewinnverhältnis von 14 und Forward von 10. Das heißt, die Gewinne sollen zunehmen, auch in nächster Zeit. Ja, kann man, denke ich, auf jeden Fall machen. Kann ich verstehen. Rein charttechnisch würde ich sagen, ist ja weit genug gefallen. Ja, sie sind gerade recht günstig, ne? Also wenn wir jetzt hier vielleicht auch sogar noch mal unser das Volume Profile uns anzeigen lassen über den Zeitraum, ne? Dann siehst du, dass wir jetzt hier gerade in einem spannenden Bereich sind. Noch nicht so richtig hier unten, aber ich sag mal hier so um die 110 rum oder so könnte man durchaus einsteigen und dann halt hier hoffen, dass man hier vielleicht wieder so hinkommt, so um die 170. Das wäre sicherlich eine Trading-Idee, die man machen könnte bei Stanley Black & Decker. Oder man hält sie langfristig, das geht natürlich auch immer. Gerade wenn du so ein schönes wachsendes Geschäftsmodell hast, Bewertung ist in Ordnung. Ja, finde ich durchaus ganz cool. Elmar, schön, dass du auch wieder dabei bist. Weilchen her, glaube ich, dass du letztes Mal dabei warst. Shopify. So, ja, Shopify. Ne, ultra auf die Mütze gekriegt. 330 und wir waren ja mal bei 1700.
Könnte jetzt relativ günstig sein, aber bei Shopify ist das Problem, dass die noch nicht wirklich profitabel sind. Zumindest war das beim letzten Mal so, als ich mir die angeguckt habe. Und da einfach nur ultra viel Zukunftshoffnung drin war. Ach doch, sie waren jetzt profitabel. War mir gar nicht so klar. Was hatten sie für einen Gewinn? 3 Milliarden Gewinn. Jetzt bezogen auf die Marktkapitalisierung, ne? Von 41 Milliarden sind wir immer noch beim Kursgewinnverhältnis. Oder wir waren auf jeden Fall bei 253. Das dürfte eigentlich nicht das aktuelle sein. Das haben wir hier 2914. Haben wir momentan bei einer Marktkapitalisierung von 41.547. Das heißt, wir sind bei einer Investmentrendite von 7%, aber das sagt den meisten ja nicht so richtig viel. Und das heißt, Kursgewinnverhältnis von 14. Ja, Kursgewinnverhältnis von 14 klingt doch erstmal ganz gut, ne? Hier mit der schönen unternehmerischen Entwicklung. Ja, ich denke, Shopify ist inzwischen wieder ein Investment wert. Die Frage ist halt, wann man es macht. Also hier sind wir jetzt, hier hatten wir ein Einstiegssignal, aber das sieht so aus, als ob das abverkauft werden würde. Was könnte man denn da nehmen hier drüben? Schauen wir mal hier rüber. Was macht er denn hier gerade? So. Ja, hier haben wir ein Tief um 290 rum. Ach ja. Also ich würde sagen, das ist durchaus eine Wette, die man momentan machen kann. Jetzt in Shopify reinzugehen. Also so auf den ersten Blick würde ich mal sagen, wer hat es gefragt? Elmar. Habe heute Shopify gekauft. Kann man machen. Halte ich durchaus für eine kluge Idee aktuell. Auch wenn du natürlich immer dein Risiko selber trägst. So. Gerne. Reinsparen, Glatze Fratz, was? Bei Bayer, ja, mach ruhig. Also in Bayer jetzt einen Sparplan machen, halte ich durchaus für eine kluge Idee. Bayer hat doch schon wieder Klagen an der Backe. Ja gut, aber das ist ja alles eingepreist. Ich bin mir sicher, dass Bayer, die werden sich wieder sammeln. So, Wojciech, welchen ETF kannst du empfehlen? Kommt auf deine Strategie an. ETFs, möglich, ist ganz einfach. Wenn du irgendeinen ETF brauchst für ein gewisses Segment, nimm den, der die geringsten Kosten und die größte Marktkapitalisierung hat. Also wo am meisten Geld drin ist und du die geringsten Kosten hast. Also geringsten Kosten ist ja relativ obvious, sollte ja klar sein, warum. Aber auch der größte hat durchaus auch einen Effekt. Also ich würde eher in einen ganz großen gehen als in einen kleineren, der ein bisschen weniger Kosten hat. Weil der aufrechterhalten bleibt. Bei den anderen kann es dir passieren, dass die mit anderen zusammengelegt werden und so. Das ist immer nicht cool. Also deswegen schönen großen nehmen, vielleicht mit einer Milliarde oder mehr Marktkapitalisierung und einen, der geringe Kosten hat. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Segmente gibt es natürlich verschiedene, die interessant sind. Schon ein Weilchen her, da habe ich als ich über die Türkei ein Video gemacht habe, das wäre durchaus mal interessant, mal wieder zu gucken. Da habe ich, Moment, wie war das denn? MSCI, Turkey, wie war das denn? Da, türkische Lira verfällt, als Aktieninvestor, hier der einfachste Weg zu investieren. Am 23.12., da hatte ich gesagt, dass es sinnvoll wäre, in den MSCI Turkey reinzugehen. Ist auch für mich immer interessant zu gucken, wann das war und wie sich das dann entwickelt hat. Ich habe ja auch keine Glaskugel, aber 20 Jahre Erfahrung und dann hoffe ich natürlich schon, dass ich auch ordentliche Dinge sage. Schauen wir mal, wie der sich entwickelt hat in der Zeit. MSCI Turkey. So, wo haben wir denn den Chart? Hier, das ist der Chart. Da, das ist der 20. Ne, das war 21. Hier. Da hatte ich gesagt, dass man den kaufen könnte. Da waren wir bei minus 9%. Zwischenzeitlich waren wir mal hoch auf plus 22. Also von da an haben wir 30% plus gehabt in 2 Monaten. Also richtig krass. Sehr cool. Es ist schön, wenn das funktioniert. Und jetzt sieht es auch so aus, ob wir hier vielleicht gerade wieder drehen.
Nicht so ideal wie der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, hey, das sollte man vielleicht machen, aber immer noch ziemlich cool. Könnte man überlegen, ob man da reingeht. Ist natürlich nicht ganz risikofrei, ne? Aber ja, genau. So, schauen wir weiter. Wo war das denn jetzt? Da, ETF, habe ich gesagt. LTMK, ja, Rückstellung gebildet. Besten Dank. Gerne, Antonio. Tesla oder lieber ETF auf S&P 500? Ich würde was anderes machen. Ich halte den ETF, den S&P 500 gerade für einen schlechten Index, um sich auf die nächste Zeit vorzubereiten, und Tesla auch. Guck dir mal Prosus an. So als Tipp. Prosus, das ist so eine Holdinggesellschaft aus den Niederlanden, die gerade ultra günstig sind und lauter so Tech-Werte drin haben. Also, das ist sicherlich ein besseres Investment, meiner Meinung nach. Ja, du hast deine eigene Verantwortung, aber okay. Tesla wurde aus dem S&P 500 rausgeschmissen, soviel ich weiß. Echt? Glaube ich nicht. Das geht ja nach der Größe. Timca, Roundup ist für Privatpersonen. Wurde Roundup schon längst vom Markt genommen? Okay, so. Dann WKN, Thomas. Schauen wir mal, Thomas. Ich weiß nicht, was du mir da rausgesucht hast, aber wir werden das jetzt mal überprüfen. Ja, WKN ist immer ein bisschen blöd, aber das kriegen wir hin. Müssen wir mal auf finanzen.net gucken. Da können wir mit der WKN suchen. Dann können wir uns die WKN schnappen und die WKN oder hier RSG können wir dann hier reinhauen und auch hier. Schauen wir mal, Republic Services, Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31, momentan also ziemlich teuer, aber blicken wir mal auf den Chart. Oh, haben sich ganz gut gehalten in letzter Zeit, ne? Eine sehr schöne Aufwärtsbewegung hier von 70 rauf bis 130. Rein charttechnisch würde ich sagen, momentan nicht wirklich ein Schnäppchen und nicht gerade eine Aktie, in die man jetzt gerade investieren sollte. Geschäftsmäßig, langfristig gesehen, ja, ganz ordentlich, ne? Ganz ordentliches Wachstum, aber geht auch nicht so richtig durch die Decke. Ist eher ein konstantes Geschäftsmodell, wenn du dir das hier anguckst, ne? Also Umsätze bleiben, wachsen leicht, ne? Also ganz leichtes Wachstum. So ein leichtes Wachstum ist nicht ein Wachstum, auf das du setzen willst, wenn du in Aktien investierst. Also entweder hast du ein richtiges Wachstum oder ein leichtes Wachstum. Aber bei einem leichten Wachstum ist dann halt die Bewertung wichtig. Und dafür, für das leichte Wachstum, sind wir gerade zu teuer. Also definitiv momentan kein Kauf, meiner Meinung nach. Was natürlich nicht heißt, dass die Aktie nicht noch weiter steigen kann. Aber so für meiner schnellen Analyse, Geschäftszahlen und so, ist jetzt eher ein Verkaufszeitpunkt, meiner Meinung nach. So. Oh. So, anderthalb Stunden dabei. Meine Stimme ist langsam weg. Ich muss gleich mal Schluss machen. So, gucken wir weiter. Danke fürs Feedback, kaufen und liegen lassen. Jo, hau rein. Ist meistens eine gute Idee. Okay, danke. Muss mich wahrscheinlich mehr über Bayer belesen. Ja, guck's dir nochmal an, Bayer. Wie gesagt, Timka, guck dir mal meine Analyse an von den letzten Tagen. Ne? Und Prosos, ja, wie gesagt, guck's dir mal an. So, Mipslix, das ist jetzt das Letzte, was wir heute machen. Oder was ich erstmal mache. Ich kann nämlich wirklich nicht mehr. Mips. Du meinst bestimmt die. Wo kommen die denn her? So, also. Schauen wir erstmal an, was die für... das klappt schon mal nicht. Mips aus Stockholm. Eine schwedische Aktie. Und dann ist hier... Mips.st. Können wir auch schon mal den richtigen Chart uns zurechtholen. So, Financials. Was ist das erstmal für ein Unternehmen? Ist das ein schönes Wachstumsunternehmen oder wie sieht's aus? Also, Wachstum haben wir auf jeden Fall. Sehr schön, ne? Sehr schönes Umsatzwachstum. Wir haben jetzt hier das Ganze in US-Dollar. Das heißt, wir brauchen das Ganze in schwedischen Kronen. Umsatz von 600 Millionen, bezogen jetzt auf die Marktkapitalisierung von 15 Milliarden, ist das natürlich ultra wenig, ne? Kurs-Gewinn-Verhältnis, sagen die, wäre zwei, nee, also sie sind doppelt so teuer wie der S&P 500 momentan, also, ja,
ultra teuer, aber ein schönes Wachstumsunternehmen, immerhin. Charttechnisch gesehen, ja, also einfach aufgrund der Tatsache, dass sie so ultra teuer sind nach wie vor, wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Also würde ich bei der aktuellen Marktsituation, der aktuellen Inflation und so und den Risiken, die wir so haben, würde ich nicht in eine Aktie wie MIPS aktuell investieren, ohne dass ich jetzt weiß, was die machen. Aber einfach aufgrund der aktuellen Bewertung ist eine Hoffnungsaktie und von Hoffnungsaktien würde ich momentan die Finger halt lassen. Ja gut, meine Lieben, also überlegt euch nochmal, ob ihr nicht vielleicht Bock habt, das Dividendenportfolio mit mir zusammen aufzustellen. Wie gesagt, ihr werdet so viele Hintergrundinformationen kriegen. Vielleicht einmal ganz kurz, wir gucken uns die Hintergrundinformationen an. Also was ist wirklich wichtig, um so ein Portfolio aufzustellen? Dann als nächstes machen wir einen Backtest. Das heißt, ihr setzt die Sachen um, aber mit den Daten von 2018. Dann gucken wir uns an, wie die Portfolios sich entwickelt hätten. Und dann gehen wir in den aktuellen Markt. Das Ganze wird so ja, 4 bis 6, also wahrscheinlich 6 Termine sein. Also so 4 bis 6, also 4 machen wir auf jeden Fall, jeweils von 2 Stunden. Und ja, das könnte, denke ich, durchaus cool sein. Also gerade wenn ihr sagt, hey, ich weiß noch nicht so 100%, wie man das macht, werdet ihr da richtig, richtig viel draus mitnehmen können. Und Stefan, hast du Bankaktien gekauft? Nö, habe ich nicht. Ich habe meine Positionen und die bleiben auch fast alle. Ich habe jetzt gerade ein Investment, was ich mir wahrscheinlich die Tage zulegen werde. Gut, meine Lieben, also euch noch einen wunderschönen Abend und dann sehen wir uns vielleicht nächste Woche. Ansonsten, die Woche kommen 2 richtig coole Videos. Morgen das Interview und übermorgen die Aktienanalyse. Beides sicherlich richtig cool. Da werdet ihr bestimmt Spaß mit haben. Wojciech, Feier, Finch machen wir vielleicht dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was, ne? Schönen Abend. Ciao. Ja, 22 Zuschauer, genau. Ja, also das ist inzwischen, also ich sag mal, Höchstwert war bisher 30. Heute war der Höchstwert bei 29. Also, ja, pendelt so ungefähr in den Bereichen rum. Aber ich denke, ihr könnt auch viel mitnehmen aus dem Live-Chat. Ich denke, der Wert für euch ist durchaus ziemlich hoch. Also, alles Gute euch, ne? Schönen Abend. Ciao.